kannst ja nicht wie Elefant deine Schuhe anziehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie schon im letzten Video besprochen, wir sind heute bei den Jungs, die meinen Sprinter ausgebaut haben. Mein Sprinter seht ihr im nächsten Video. Wir haben jetzt schon unsere erste Ausfahrt damit gemacht, oben nach Schweden, 2 Wochen. Mega geil, also die Jungs haben da einen wirklich guten Job geleistet. Aber wie jetzt da mal diese ganze Fahrzeugausbausache und Einrichtungszeug und ne, wie das alles heißt, so funktioniert, was da alles dazugehört, dass man da nicht nur eine Stichsäge braucht oder irgendeinen anderen Firlefanz. Da sind wir jetzt heute hier und da legen wir jetzt hier heute los und lassen hier mal richtig die Fräse laufen. Ich würde sagen, ne, wir steigen mal aus. Ich glaube, hier vorne rennt schon wieder irgendwer rum von den Beinen. Und dann kicken wir uns mal an, die eigentlich sonst zu machen. Los, mitkommen. Na, Jonas, Grüße. Hi. So, da sind wir nämlich glaube ich auch schon genau bei dem, was die Jungs eigentlich machen. Weil ich glaube, das Kerngeschäft liegt ja nicht bei den Renntransportern, sondern eher bei der Fahrzeugeinrichtung. So kalt hier, Alter. Ich sage, hier draußen ist es so super kalt. Wir machen jetzt mal hier noch den Rochen zu. Und dann gehen wir jetzt rein und gucken halt mal, wie so man eigentlich alles entstehen kann. Weil wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Ich denke mal, das ist nicht so einfach, dass man mit der Stichsäge hier ein bisschen rumtüdelt. Sondern schon ein bisschen komplexer. In diesem Sinne. Genau, wie natürlich in jedem Vlog ist alles vorher abgesprochen. Wir schreiben uns Drehbücher. Ne? Die Leute werden vorher geschminkt. Und auch in diesem Vlog wird es genau so sein. Dass wir uns da vorher drüber abgesprochen haben, beziehungsweise kennen Stefan und sein Papa einfach schon ein paar Tage länger. Daher müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir euch ein paar dusselige Fragen stellen für die Leute, die euch nicht kennen. Und genau, Papa kenne ich ja nur schon. Wer ist noch so mit hier bei euch mit an Bord? Ja, genau, der Senior, die Mutti, also Familienbetrieb ja. Und noch 2 Angestellte. Ja, da rockt er die Bude hier. Klein, aber fein. Ja. Und dann haben wir ja draußen jetzt schon bei eurem Auto gesehen, konzentriert ihr euch wirklich eher so auf diese Fahrzeugeinrichtungen für gewerbliche Zwecke? Also Kerngeschäft ist wirklich Boden, Seitenverkleidung, Regalsysteme, Ladungssicherung ja. Und Umleuchten, das ist unser Kerngeschäft. Ja. Können wir vielleicht nachher auch nochmal gucken gehen, in der anderen Halle, wo jetzt schon der Renntransporter von den Bänden drin steht, gesehen, da steht nochmal irgendwie in von der Straßenwacht oder was? Kreisstraßenmeisterei, ja, genau. Ja. Da können wir auch nochmal gucken, wie jetzt gerade so was im Aufbau ist. Denn ihr fahrt beide auch Motorrad. Fährt ja nur schon also Ewigkeit, ne? 45 Jahre. 45 Jahre. 45 Jahre. Ja, die Motorräder stehen ja auch alle noch drüben, oder? Ja, genau. Du fährst jetzt wie lange? Angefangen mit 5. Ja. Dann aufgrund von Fußball lange Zeit nicht gefahren und seit 3 Jahren wieder regelmäßig. Krieg an. Und ne, nämlich auch letztes Jahr in der Clubsport-Weltmeisterschaft, ne? Ne, habt ihr hier die goldene Ananas geholt. Wo wir auch nochmal vorhin dabei waren, dadurch, dass die Ben ja auch selber Motorrad fahren, ist das ja mal ganz gut, ne, wenn man halt jemanden sucht, der so ausbaut, vervollständigt oder nochmal einen Renntransporter ausbaut, was ein Renntransporter von der Wobe unterscheidet, wenn wir nachher nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ist das ja mal ganz lustig, wenn ihr selber Motorrad fahrt und auch so ein bisschen so die Nöte und halt so als Motorradfahrer, wenn man das braucht, selber kennt, dass man nicht ganz von Null anfängt, oder? Ja, also. Weil wichtigste ist ja, glaube ich, immer mit Gewicht und dafür alles nicht so ganz ins Utopische gehen. Dann hatten wir ja vorhin schon mal das Thema, ich weiß nicht, warum ich
also irgendwie stehe ich auf Stichsägen. Das ist übrigens eine Akkulüfte, das ist eigentlich das, was ich mal zu Hause bräuchte, zum selber frischen. Aber wie ihr dann auch in meinem Auto sehen werdet, funktionieren viele Sachen nicht mit der Stichsäge. Und deswegen haben wir hier schon so einen überdimensionalen Tisch, wo wir vielleicht gleich mal irgendwie die Überleitung machen können, wo alle Platten, die ihr quasi einbaut, mit ihr fertig werden, oder? Genau, das ist eine Dreiachs-CNC-Fräse. Was hat die Farbmaße? Wir können bearbeiten 2,10 Meter mal 4 Meter. Okay. Das ist das Maximalste. Also würde ja auch theoretisch fast eigentlich alle Schränke von so einem Auto hier aufpassen, oder? Wenn wir jetzt mal euer Auto oder mein Auto vielleicht nehmen, ist ja dann doch schon relativ viel Platz, dass man nicht ewig oft neu einspannen muss. Ja. Also bodenplattentechnisch kriegen wir aktuell alle Bodenplatten zu 95% aus einem Stück einteilig gefräst. Ja, okay. Dann können wir ja theoretisch eigentlich auch schon mal einen Teil für mein Auto anfangen, oder? Um gleich mal die Fräse so ein bisschen zu zeigen, weil mein Auto bringe ich euch nächste Woche bei und dann dauert es ja noch ein paar Tage, bis es fertig ist. Ja. Und deswegen können wir eigentlich schon mal einen Teil für mein Auto machen. Und da würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt mal rüber, gucken uns das mal am Computer an, weil die ganze Sache muss ja vorher auch gezeichnet werden oder keine Ahnung. So, los, komm. Was zurechtgelegt hat, müsste doch ja. Ja, das ist, sind die Farben, wie wäre denn passend zur Honda. Also ich glaube, jeder, der mein Vorstellungsvideo gesehen hat, weiß, glaube ich, dass wir rot nicht mehr fahren. Also weiß würde, glaube ich, funktionieren, aber dadurch, dass hier die Regale drinne, sagen wir schon so ein bisschen vorgegeben sind, sieht das, aber eigentlich sieht ganz vernünftig aus. Grau, grau geht immer. Grau geht immer. Ey, Glübbe, mit so einem Grau sind wir schon ganz gut bedient. Ich denke. Paul. Scannen, dass ihr euch die ganze Sache so ein bisschen einfacher machen könnt, wo was hinkommt, weil, also ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Schrank bauen würde, ich würde 5 messen und das bestimmt auch 3-mal neu bauen, weil irgendwas nicht richtig hingehauen hat. Von daher, vielleicht kannst du uns ja nochmal was über eure Scannertechnik erzählen. Problem kenne ich, Vergangenheit, oftmals gehabt. Da haben wir wieder die Stichsäge. Ja, da haben wir wieder die Stichsäge. mittlerweile CNC-Fräse und natürlich 3D, 2D-Scan, okay. Um das alles in Form zu bringen. Ja. Können wir ja anhand von einem Kühlergrill. Von einem Kühlergrill zeigen wir das einfach mal. Genau, wie man quasi, ja, wie das funktioniert, wie ihr das denn macht, weil ich denke mal, so kann man das ja dann auch für eigentlich jedes andere Bauteil an dem Auto, was irgendwie ein oder draußen dran gebaut werden soll, adaptieren. Alles, was 2D ist, kann die Fräse fräsen und ja. Können wir in Form bringen. Okay, na ja, dann.
gleich mal zeigen hier anhand der Fahrzeugform zum Beispiel. Ja. Die ich halt auch dann nachgescannt habe. Meinst du, das würdest du nicht so hinkriegen mit der Stichsäge? Und mit der Stichsäge und mit 5 Stunden Arbeit vielleicht auch, ja. Aha. Ist schon nicht verkehrt hier bei euch drin. Wisst ihr, was mir da gerade einfällt? Eigentlich wollten wir dieses Video jetzt noch mal drin packen. Unterschied Wohnmobil, ne, und Renntransporter. Aber das machen wir in dem nächsten Video. Weil ich glaube, die ganze Sache ist doch ein bisschen tiefgreifender, als dass wir jetzt die Sache irgendwie noch in 2 Minuten Video runterreißen. Deswegen würde ich sagen, ne, sehen wir uns im nächsten Video. Und dann machen wir halt einfach komplett wilde Sache hier mit wilden Effekten. Paul gibt da noch mal alles. Ne? Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ja. Gut.